Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Diesen schönen Einteiler werden wir zusammen Schritt für Schritt nähen. Dazu brauchen wir folgende Materialien. Weitere Erklärungen zu dem Schnittmuster findet ihr in der Zeitschrift Moda Woman Nummer 1. Sobald wir das ausgedruckte oder abgepauste Schnittmuster vor uns liegen haben, schneiden wir entlang der benötigten Größenlinie. Die Schnittmuster enthalten bereits 1 cm Nahtzugabe und die Saumzugabe ist auch im Schnittmuster markiert. Nun schneiden wir das erste Schnittteil auf doppellagigen Stoff aus. Dabei handelt es sich um das Hosenbein. Wir achten darauf, dass der Fadenlauf parallel zur Webkante liegt. Wir stecken das Schnittteil schön sorgfältig ab, damit es nicht verrutscht. Wir schneiden entlang den Kanten ab, da wir bereits 1 cm Nahtzugabe haben. Hier legen wir das zweite Schnittteil für die Hose auf doppellagigen Stoff, stecken schön mit Stecknadeln ab und schneiden ringsherum aus. Wie immer ist es ganz wichtig, dass wir auf den Fadenlauf achten, denn dieser ist immer parallel zur Webkante. Weiter geht es mit dem vorderen Brustteil. Wir legen uns den Stoff zweilagig, dabei orientieren wir uns an der Breite des Schnittteils. Das Schnittteil legen wir nun auf den Stoffbruch, stecken es ab und schneiden im zweilagigen Stoff aus. Dies hier ist das Rückenteil, auch hier legen wir den Stoff zweilagig. Die Breite des Stoffes ist dieselbe wie die Breite des Schnittteils. Wir legen das Schnittteil auf den Stoffbruch, stecken ab und schneiden ringsherum. Hier haben wir unsere Seitenteile. Diese Seitenteile fangen an der Halspartie an. Wir legen sie auf doppellagigen Stoff und stecken sie sorgfältig ab. Wir schneiden das Schnittteil ringsherum aus. Endlich haben wir die Stoffteile ausgeschnitten. Jetzt markieren wir uns die Knipse und die Stoffmitte. Und nun geht es endlich an die Nähmaschine. Dies hier ist das vordere Brustteil, welches wir an der oberen Halspartie bereits gerafft haben. Wir werden nun das Rückenteil, welches die Form eines Rechtecks hat, an das Vorderteil dran nähen. Dazu befestigen wir die beiden Teile an den Seiten. Sorgfältig mit Stecknadeln abstecken. Später nähen wir dann auch das Silikonband ein, welches dem Stoff Halt gibt, damit er sich nicht verzerrt. Hier nähen wir die erste Seite des Vorder- und Rückteils zusammen. Wir nähen bei 1 cm. Hier nähen wir die zweite Seite zusammen. Mit der Overlockmaschine versäubern wir einmal ringsherum die Kanten des Vorder- und Rückteils und gleichzeitig wird auch das Silikonband mit eingenäht. Nun falten wir die Stoffkante und zwar genauso breit wie die Breite des Silikonbandes. Dann legen wir den Nähfuß direkt an die Kante und vernähen den Saum einmal ganz herum. Wir fangen an einem gerafften Ende an und schließen an dem anderen gerafften Ende ab. Wir vergessen nicht zu verriegeln. Weiter geht es mit der Schlaufe für die Halspartie. Wir falten das Stoffteil mittig und legen die Knipse aufeinander.
An der Mitte dieses Stoffteils legen wir nun das Vorderteil an. Wir stecken die zwei Stoffteile schön mit Stecknadeln ab. Die Knipse sowie die Mitte liegen aufeinander. Die Stoffteile liegen natürlich rechts auf rechts. Und an dieser oberen Kante werden sie zusammengenäht. Zuerst vernähen wir die Halsschlaufe. Dabei fangen wir an der Mitte an und vernähen zuerst die eine Seite, dann die andere. Vorab zwischen den Knipsen vernähen wir nicht, da wir an dieser Öffnung die Schlaufe nach außen drehen. An der Ecke lassen wir die Nadel im Stoff stecken, heben den Nähfuß an und drehen den Stoff. An der Spitze schön verriegeln. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Wir fangen an der Mitte an, nähen bis zum breiten Ende vor und verriegeln an der Spitze. Die überschüssigen Kanten schneiden wir schön ab. Jetzt vernähen wir den vorderen Halsausschnitt mit dem Schlaufenband. Die beiden Stoffteile liegen rechts auf rechts. Mit den Fingern legen wir uns die Raffung ein wenig zurecht. Auf der rechten Seite stecken wir nochmal alles schön mit Stecknadeln ab. Und jetzt vernähen wir nochmal mit der Hand auf der rechten Seite den Ausschnitt mit der Schlaufe. Weiter geht es mit dem vorderen und hinteren Hosenteil. Wir stecken die zwei vorderen Hosenteile rechts auf rechts sowie die zwei hinteren. Knipse aufeinanderlegen, schön mit Stecknadeln abstecken. Die vordere und hintere Mittelnaht der Hosen werden wir später zusammennähen. Haben wir das dann zusammengenäht, legen wir die beiden Hosenteile rechts aufeinander. Dann werden wir eine Seite der Länge nach vernähen. Wieder schön sorgfältig mit Stecknadeln abstecken. Dann vernähen wir auch das Hosenkreuz, also die Innenseite der Hosen. Wir fangen an einer Innenseite eines Hosenbeins an und stecken bis zur anderen Innenseite ab. Und zum Schluss nähen wir die andere offene Seite zusammen. Die Knipse schön aufeinanderlegen. Wir vergessen natürlich nicht, die Mittelnaht abzustecken. Endlich fangen wir an, eine äußere Seite eines Hosenbeins zusammenzunähen. Die Knipse liegen aufeinander. Wir nähen der Länge nach zu. Am Ende des Hosenbeins angekommen, verriegeln wir an der Höhe der Knipse. Das Stoffende benötigen wir später für den Saum. Weiter geht es mit der Innenseite des gleichen Hosenbeins. Wir nähen vom unteren Ende des Hosenbeins der Länge nach bis zum oberen Ende. Jetzt nähen wir die hintere Mitte der Hose. Nun vernähen wir die innere Seite des zweiten Hosenbeins. Jedoch nähen wir nur bis zum Knips, da wir das Ende für den Saum benötigen. Schließlich vernähen wir die andere Seite der Hose.
Zum Schluss verschließen wir die Mittelnaht des vorderen und hinteren Hosenteils. Wir achten darauf, dass die Nähte der Innenseiten aufeinander liegen. Jetzt können wir endlich das Oberteil mit der Hose vereinen. Wir achten darauf, dass die mittlere Naht der Hose und die Mitte des Oberteils aufeinander liegen. Außerdem liegen die Seitennähte der Hose und des Oberteils aufeinander. Weiter geht es dann mit der Gürtelschlaufe, welche wir mittig falten, schön abstecken und die Kanten dann später vernähen. Wir lassen eine kleine Öffnung zwischen den beiden mittleren Knipsen, um später die Schlaufe nach außen zu wenden. Weiter geht es mit dem Nähen. Wir vernähen nun die Hose mit dem Oberteil. Dabei fangen wir an der Mitte des Rückteils an. Die Mitte des Rückteils und die Mittelnaht der Hose liegen aufeinander. Wir nähen einmal drumherum und kommen wieder am Ausgangspunkt an. Weiter geht es mit der Gürtelschlaufe. Wir nähen bei einem Zentimeter alle offenen Kanten zu. Den Stoff zwischen den beiden Knipsen vernähen wir nicht, da wir diese Öffnung später brauchen, um die Schlaufe nach außen wenden zu können. An den Ecken lassen wir wie immer die Nadel im Stoff stecken, heben den Nähfuß an und drehen den Stoff. Hier vernähen wir die andere Hälfte der Gürtelschlaufe. Die überschüssigen Kanten schneiden wir vorsichtig ab. Nun stülpen wir die rechte Seite nach außen. Zum Schluss nähen wir den Hosensaum ein. Es ist hilfreich, den Saum vorher schön einzubügeln. Wie ihr seht, nähen wir auf der rechten Stoffseite bei ca. 3 cm. Wir haben uns für 3 cm entschieden, da die Hosen relativ breit geschnitten sind. Jedoch könnt ihr das nach Belieben ändern. Und fertig ist unser schöner Einteiler. Unser Vorderteil mit der Halsschlaufe. Die Rückseite des Einteilers. Die Hosen. Und dann haben wir hier nochmal unsere Gürtelschlaufe, die wir schön um die Taille binden können. Hat euch das Video gefallen? Dann drückt doch einfach auf den Gefällt mir-Button oder hinterlasst uns einen Kommentar. Wir freuen uns über euer Feedback und vergesst nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren oder uns auf Instagram zu folgen.